Die deutschen Soldaten verließen nur widerwillig und einer nach dem anderen ihre zerstörten Häuser in Stalingrad. Das Eingeständnis der Niederlage vor denjenigen, die die Nazi-Behörden als minderwertige Rasse betrachteten, war äußerst entmutigend. Aber die einzige Alternative zur Kapitulation war der Tod. Die Formulierung "der Anfang vom Ende" beschrieb genau, was geschah. Anfang 1943 kam das Ende der 6. Armee der Wehrmacht. Die siegreiche und unzerstörbare Truppe, die als erste in Paris einmarschiert war und Kiew eingenommen hatte, stand am Rande der Katastrophe. Der vernichtende Schlag der Roten Armee im Rahmen der Operation Uranus trieb die Soldaten von Paulus in einen Ring. Berlin garantierte ihnen die Deblockade, aber Feldmarschall Manstein, der im Dezember 1942 zu Hilfe kam, wurde einige Dutzend Kilometer vor Stalingrad aufgehalten. Die Luftbrücke, die zur Versorgung der 6. Armee diente, deckte nicht einmal die Hälfte des Bedarfs der deutschen Gruppierung ab. Außerdem verlor man durch die sowjetische Offensive die Kontrolle über Flugplätze, die Transportflugzeuge aufnehmen konnten. Der Befehlshaber der 6. Armee war erfahren genug, um zu erkennen, was dies bedeutete. Die Aufrufe Berlins zur Standhaftigkeit gaben keinen Anlass zu Illusionen. Paulus musste bis zum Ende kämpfen und sterben. Die Essensrationen wurden ständig gekürzt. Nach den Aussagen deutscher Kriegsgefangener schwankten in der letzten Phase des Kessels von Stalingrad die Normen für die Brotausgabe in den verschiedenen Einheiten zwischen 25 und 100 Gramm pro Tag. Hungernde, erfrorene und kranke Menschen befanden sich in einem Zustand, der an völlige Verzweiflung grenzte. Am 8. Januar 1943 übergibt ein Parlamentarier der Roten Armee dem deutschen Kommando ein von Generaloberst Rokossowski unterzeichnetes Kapitulationsangebot. Der Paulus-Armee wurde eine ehrenvolle Kapitulation. Die Versorgung mit normalen Lebensmitteln, Hilfe für die Verwundeten, die Beibehaltung der Waffen für die Offiziere und die Rückführung nach dem Krieg nach Deutschland oder in ein anderes Land angeboten. Die 6. Armee weigerte sich jedoch, zu kapitulieren. Zwei Tage später begann die Operation Ring. Die deutschen Truppen leisteten erbitterten Widerstand, aber das von ihnen kontrollierte Gebiet schrumpfte immer weiter. Am 14. Januar 1943 eroberten die vorrückenden Einheiten der Roten Armee den Flugplatz Pitomnik, den Hauptlandeplatz, auf dem noch immer Nachschub für die Eingekesselten angeliefert wurde. Eine weitere Woche später wurde der Flugplatz Gumrak eingenommen, der letzte Platz, der Transportflugzeuge aufnahm. Infolge dieser Operation hörte die Paulus-Armee auf, als eine Einheit zu existieren und wurde in eine nördliche und eine südliche Gruppe aufgeteilt. Am 29. Januar 1943 wird zum 10. Jahrestag der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein Funkspruch nach Berlin geschickt, der von Paulus unterzeichnet ist. Die 6. Armee gratuliert ihrem Führer zu einem ruhmreichen Jubiläum. Die Hakenkreuzfahne weht noch immer über Stalingrad. Auch in einer verzweifelten Lage gibt der Soldat des Reiches nicht auf. In Wirklichkeit wollte der Befehlshaber der 6. Armee Hitler nicht gratulieren. Der Verfasser der Nachricht war sein Stabschef Arthur Schmidt. Die Antwort war eine Nachricht aus Berlin. Friedrich Paulus wurde in Feldmarschälle produziert. Für den Befehlshaber der besiegten Armee war dies kein Trost, da bis zu diesem Zeitpunkt kein deutscher Feldmarschall in der Geschichte nicht gefangen genommen worden war, betrachtete Paulus den neuen Rang zu Recht als eine Aufforderung zum Tod. Am 31. Januar trat Paulus, der zuvor Kapitulationsangebote abgelehnt hatte, in direkte Verhandlungen mit Vertretern der Roten Armee. Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen im eingekesselten Stalingrad war tragisch. Nur wenigen gelang es, nach vielen Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Die Gebeine der übrigen wurden über die gesamte Sowjetunion verstreut. Es muss gleich gesagt werden, dass niemand genau weiß, wie viele Soldaten der Paulus-Armee nach dem Ende der Schlacht von Stalingrad in Gefangenschaft geraten sind. Es wird allgemein die Zahl von 93.000 Menschen genannt. In den Archiven gibt es jedoch NKWD-Berichte, in denen von 138.000 Gefangenen die Rede ist. Das winzige Dorf Beketowka war buchstäblich voll mit deutschen Gefangenen und es gab nicht genügend Räume, um sie unterzubringen. Das Lager war nur ein von einem Zaun umgebenes Dorf mit mehreren Gebäuden, von denen viele nicht einmal ein Dach hatten und die alle ohne Fenster und Türen waren. Die sanitären Bedingungen für Zehntausende von Menschen waren praktisch nicht vorhanden.
In den medizinischen Zentren fehlte das Nötigste und es war unmöglich, diese Räume zu heizen. Die Versorgungslage im Lager war katastrophal. Mindestens 6 Fälle von Kannibalismus wurden in Bykietovka registriert. Aber wahrscheinlich waren sie viel häufiger. Es sei darauf hingewiesen, dass die Häftlinge 200 Kilometer zu Fuß zurücklegten, um das Lager zu erreichen. Auf dem Weg dorthin erhielten sie 7 Tage lang keine Nahrung. Gleichzeitig waren die Häftlinge nicht besonders gesund. 70% hatten Dystrophie. Die Hälfte der Soldaten hatte Erfrierungen. Dokumente aus jenen Jahren berichten von Raubüberfällen auf Gefangene durch jeden, der ihnen begegnete. NKWD-Offiziere stellten fest, dass die deutschen Soldaten das Lager bereits entkleidet erreichten. Sie führten sogar Statistiken an. 75% der Gefangenen waren barfuß und 30% unbekleidet. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir vom Februar 1943 sprechen. Diejenigen, die das Lager erreichten, mussten erneut die Schrecken des Hungers ertragen. Der Leiter des Auffanglagers Nummer 48 der Woronescher Front berichtete im März 1943: Die Ernährungslage ist äußerst schwierig. Seit 13 Tagen gibt es weder Brot noch Brotkrumen. Glück hatten nur die Gefangenen, die sofort von den zivilen Behörden Stalingrads eingesetzt wurden. So erließ das Stalingrader Verteidigungskomitee am 8. Februar, 6 Tage nach dem Ende der Straßenkämpfe, einen Erlass über den Einsatz von Kriegsgefangenen zum Wiederaufbau der zerstörten Werkstätten von Industrieunternehmen. Die in Stalingrad gefangen genommenen Wehrmachtssoldaten hatten noch Jahre der Gefangenschaft vor sich. Die letzten von ihnen wurden erst 1955 aus den Lagern entlassen. Einige deutsche Historiker behaupten, dass von den mehr als 100.000 Stalingrad-Gefangenen nur etwa 5.000 überlebten und nach Hause zurückkehrten. Viele Menschen sind wahrscheinlich daran interessiert, was die ehemaligen Kriegsgefangenen nach ihrer Rückkehr in die Heimat erzählten. Aber die von ihnen erhaltenen Informationen erwiesen sich als widersprüchlich. Nach dem Zeugnis des Soldaten Hans Meuser beobachtete er Tatsachen der Menschlichkeit seitens der Wachen, die es Deutschen, die nicht warm genug angezogen waren, erlaubten, bei strengem Frost die Mäuser des Lagers nicht zu verlassen. Meuser erzählte auch von einem jüdischen Arzt, der schwerkranken Häftlingen eifrig das Leben rettete. Auch Klaus Meyer äußerte sich wohlwollend über das Lagerleben. Seiner Aussage nach stand die Qualität des Essens der Wachen in nichts nach. Und bei Überschreitung der Arbeitsnorm wurde stets Tabak zur regulären Ration hinzugefügt. Allerdings gab es auch einige schlechte Erinnerungen. So erinnerte sich Gottlob Biedermann, Kommandant einer Panzerabwehreinheit, an seine Zeit in Gefangenschaft. Die Russen machten oft Witze über uns. Sie warfen uns aus der Kaserne, stellten uns in einer Reihe auf und sagten uns, dass wir nach Hause geschickt würden. Wir mussten nur auf die Lastwagen warten. Nach ein paar Stunden wurden wir zurück in die Kaserne gefahren und uns wurde gesagt, dass es ein Scherz sei. Es ist erwähnenswert, dass Paulus und die mit ihm gefangenen deutschen Generäle von solchen Problemen nicht betroffen waren. Sie wurden in Sanatorien untergebracht und um das Essen, das sie erhielten, konnten sie sogar von ihren Bewachern beneidet werden. In Deutschland war man überzeugt, dass der Feldmarschall in den Kellern des NKWD zu Tode gefoltert wurde. Und als er im Februar 1946 als Zeuge den Gerichtssaal des Nürnberger Tribunals betrat, wurde dies zu einer Weltsensation. Doch dann wurde Friedrich Paulus wieder in die UdSSR zurückgeschickt. Es wurden alle Voraussetzungen für ihn geschaffen. Die besten Ärzte, Köche, Assistenten. Aber die Gefangenschaft hörte nicht auf, eine Gefangenschaft zu sein. Im Jahr 1949 erfuhr Paulus, dass seine Frau gestorben war. Nach dieser Nachricht begann sich sein psychischer Zustand zu verschlechtern. Er stand kurz vor dem Zusammenbruch. Schließlich wurde dem Feldmarschall verkündet: Die Frage der Rückkehr nach Deutschland ist positiv gelöst. Aber der Termin steht noch nicht fest. So erfolgte die Ausreise aus der UdSSR erst im Oktober 1953. Bei der Verabschiedung in der Zeitung Pravda veröffentlichte er eine Erklärung, in der er sagte: Ich kam als Feind in die Sowjetunion und ich gehe als Freund zurück.